Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Nachmittagsprogramm und danke zunächst den Veranstaltern dieses Anlasses, der CH Open, der Forschungsstelle von Matthias Stürmer und der Studer und Reimann AG für ihr Engagement. Es ist wichtig, dass man den Unternehmen und auch der öffentlichen Verwaltung immer wieder aufzeigt, wo und wie man OSS einsetzen kann und auch den Erfahrungsaustausch organisiert. Im Grossen Rat haben wir in der Januarsession 14 mit 130 zu 0 Stimmen, also offenbar waren 30 Leute nicht da, aber eine Motion überwiesen, welche den vermehrten Einsatz von OSS in der Kantonsverwaltung verlangt. Allerdings liegt die Wahl der Software richtigerweise in der Kompetenz der Regierung, weil es geht ja dort auch um strategische Fragen. Die Regierung ist aber der Motion wohlwollend gegenübergestanden. In jeder Beschaffung wird der Zuschlag gemäß den beschaffungsrechtlichen Vorschriften dem wirtschaftlich günstigsten Angebot erteilt, also der technisch geeignetsten Lösung mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Um dieses zu bestimmen, werden die Gesamtkosten einer Lösung während ihrer voraussichtlichen Einsatzdauer, also zum Beispiel Lizenz-, Betriebs-, Einführungs- und Schulungskosten, dem Erfüllungsgrad der technischen Anforderungen gegenübergestellt. Bereits heute werden im Kanton Bern also bei Beschaffungen OSS-Lösungen ebenso wie konventionell lizenzierte Software nach diesen gleichen Kriterien beurteilt. Auch in der Wirtschaft findet OSS-Software zunehmend Einzug. Ja, sie ist gewissermaßen zur Selbstverständlichkeit geworden. Das beweisen auch die alle drei Jahre erscheinenden Studien von Swiss ICT, welche die Entwicklung sichtbar machen. Wir haben es heute Morgen kurz gesehen. Gerade auch in einer Zeit, wo viele, vor allem produzierende Betriebe, unter anderem als Folge des starken Schweizer Frankens Kostensenkungsprogramme durchführen müssen, kann die Informatik ebenfalls einen Beitrag leisten, indem man teure Lizenzen spart. Allerdings gibt es da und dort immer noch bestehende Hemmschwellen betreffend des Einsatzes von OSS, wie zum Beispiel die Angst vor Haftungsfragen oder eine fehlende Benutzerakzeptanz. Das diesjährige Open Source Business Forum zeigt uns die Vielfalt des Einsatzes von Open Source Software in der Unternehmenswelt und fördert den Erfahrungsaustausch und leistet somit einen ganz wichtigen Beitrag. Damit noch einmal merci an die Organisatoren. Das Nachmittagsprogramm verspricht Spannendes mit Beispielen zu Linux-Plattformlösungen bei LoShop, einer Mobile-App bei der BLS sowie weitere OSS-Anwendungen in der Unternehmenswelt. Nach der Kaffeepause folgt dann noch Tesla und dann die Preisverleihung. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und gebe nun das Wort an Alexandra Bardem. Danke vielmals.